Wir alle kennen die Fassade der Narzissten. Wenn wir einmal unsere leidvollen Erfahrungen mit so einem Menschen gemacht haben, dann wissen wir, es war alles Theater. Es war nur ein billiges Spiel, auf das wir leider hereingefallen sind. Ja, Narzissten, das sind die Menschen, die ständig auf einem Drahtseil balancieren. Ständig versuchen sie, ihr wackeliges Selbstwertgefühl auszubalancieren. Was sie für einige Zeit stabil werden lässt, ist deine Zufuhr. Was ihnen die Stabilität raubt, ist jede Kritik. Und was sie endgültig vom Seil plumpsen lässt, zumindest für kurze Zeit und auch nur in deiner Gegenwart, ist, wenn sie von dir entlarvt werden, wenn sie von dir gesagt bekommen, ich hab dich durchschaut und echt kein Bock mehr auf dieses Kindertheater. Hallo, ich bin Michael Kleist, Coach und Traumatherapeut. Seit mehreren Jahren betreue ich Menschen, die emotionalen Missbrauch erfahren haben und helfe ihnen per Online-Zoom-Meeting, aber auch in meiner Praxis, ihren Weg in ihre neue, selbstbestimmte Zukunft zu finden. Ja, Narzissten brauchen deine Zufuhr, so dringend wie die Fische das Wasser brauchen. Aus diesem Grunde haben Narzissten große Schwierigkeiten damit, alleine zu sein. Wenn sie alleine sind, leiden sie, weil sie sich nun mit dem schlimmsten Albtraum auseinandersetzen müssen, mit sich selbst. In dem heutigen Video werde ich über 7 Dinge sprechen, die Narzissten tun, wenn sie alleine sind. Okay, lass uns gleich einsteigen. Zuerst musst du verstehen, dass für einen Narzissten deine Zufuhr das Allerwichtigste ist. Zufuhr. Das ist anfangs deine Bewunderung, deine Hingabe. Später ist es dann deine Verzweiflung und Trauer. Es sind, um es auf einen Nenner zu bringen, deine Emotionen. Narzissten sind von deiner Zufuhr abhängig. Du hast richtig gehört. Ein Narzisst braucht dich. Das Paradoxe dabei ist, dass er es wunderbar versteht, dir weiszumachen, dass du ihn bräuchtest und dass du das Wichtigste im Leben verlierst, wenn er von der Bildfläche verschwindet. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Wir halten fest, er weiß, dass er von dir abhängig ist, aber er zeigt es uns nicht. Aber wie handelt er nun dieses Dilemma? Wie würde ein Alkoholiker, der ja auch ein Abhängiger ist, sein Dilemma handeln? Nun, ein Alkoholiker würde sich so eindecken, dass es keinen Engpass gibt. Was macht nun ein Narzisst? Er versucht ebenfalls, sich viele Zufuhrquellen zu sichern. Aber nicht nur das, weil seine Zufuhrquellen sind ja nicht wie die Flaschen, die still und stumm im Regal liegen und sich keinen Millimeter bewegen. Nein, seine Zufuhrquellen sind lebendig und haben 2 Beine. Seine Zufuhrquellen können sich, wenn es dumm läuft, ganz schnell aus dem Staub machen. Und deshalb muss er diese Zufuhrquellen kontrollieren. Ich sage ja immer, für einen Narzissten bist du nichts weiter als ein Multitool. Aber was wäre ein Multitool, wenn man es nicht kontrollieren könnte? Und genauso wirst du von einem Narzissten im Laufe der Zeit kontrolliert. Und was ist die beste Art, mit der man andere Menschen kontrolliert? Richtig, die Manipulation. Narzisstische Zufuhr beinhaltet, wie eben erklärt, die Emotionen, die du ihm lieferst. Egal, ob nun positive Emotionen oder negative Emotionen. Wenn sie nicht genug Zufuhr bekommen, fühlen sie sich unsicher, irrelevant, klein, schwach, verwundbar und extrem verunsichert. Das ist das eine. Das andere ist, Narzissten leben auch immer in ihrer Scheinwelt. Sie haben kein echtes Ich, mit dem sie in der echten Welt leben könnten. Also fantasieren sie und streben nach Erfolg, Macht, Schönheit, Brillanz, Reichtum. Und immer suchen sie nach der einzigen, nach der wahren Liebe. Aber wie ich in anderen Videos schon gesagt habe, bei Narzissten bleibt es beim Suchen, vom Finden oder Ankommen war leider niemals die Rede. Reden wir über das Alleinsein. Was machen Narzissten, wenn sie alleine sind? Nun, wenn sie allein sind, kommt ihre Welt, wie gesagt, ins Wanken. Sie verwechseln Alleinsein mit Einsamkeit. Sie können nicht allein sein. Sie fühlen sich verunsichert und bedroht, weil ihnen das Wichtigste fehlt.
zufuhr. Und jetzt werfen sie so einiges in die Waagschale, damit sie nicht aus ihrer Scheinwelt herausplumpsen. Hier sind nun 7 Dinge, die Narzissten tun, wenn sie allein sind. Nummer 1. Selbstbewunderung. Narzissten verbringen eine beträchtliche Zeit damit, sich weiszumachen, wie toll sie doch sind. Sie schwelgen dann in ihren Allmachtsfantasien. Wenn sie alleine sind, können sie sich in Tragträumereien verlieren, die ihr Ego füttern. Also fantasieren sie über Erfolg oder spielen ihre vergangenen Erfolge, Errungenschaften nach. Sie schwelgen auch in Fantasien darüber, wie toll es ist, dass sie Follower haben und dass sie Bewunderung und Verehrung verdient haben. Und damit kommen wir gleich zu Nummer 2. Nummer 2 ist das Handy und Social Media. Das Handy ist ein willkommenes Arbeitsinstrument. Sich auf Insta zu zeigen oder in anderen sozialen Netzwerken gehört für diese Menschen selbstverständlich zum Lifestyle. Sie posen und posten. Sie zeigen, was für ein tolles Leben sie führen und sie fühlen sich dann so richtig lebendig, wenn sie mit ihren Fake-Auftritten andere neidisch machen. Es geht immer um Aufmerksamkeit. Und das muss nicht nur im Positiven gemeint sein. Auch negative Aufmerksamkeit, also Chaos oder Drama, ist ihnen recht. Sie können zum Beispiel damit anfangen, sich über andere lustig zu machen, andere zu beleidigen oder herabzusetzen. Sie könnten mit Fremden in sozialen Medien streiten, weil Trouble und Streit stärkt ihr Ego. Wie gesagt, auch negative Emotionen sind ihnen recht, wenn es um Zufuhr geht. Am Ende des Tages dienen all ihre Aktivitäten in den sozialen Medien immer nur dem gleichen Zweck. Es geht immer nur um Zufuhr. Nummer 3 ist Pläne schmieden. Wenn Narzissten alleine sind, können sie akribisch planen und sich Dinge ausdenken, wie sie ihr Ego pushen können. Das können Überlegungen sein, wie man andere noch besser manipulieren kann. Sie überlegen sich, wie sie Schwachstellen, die andere haben, noch besser ausnutzen könnten. Sie können auch Rachepläne schmieden. Wir alle wissen, ein Narzisst verzeiht nicht. Er hat ein Elefantengedächtnis. Und wer an seiner Ehre, an seinem Lack gekratzt hat, steht fortan auf seiner ganz persönlichen schwarzen Liste. Nummer 4 ist, dass Narzissten immer wieder in die Vergangenheit abtauchen, wenn sie alleine sind. Sie spielen Gespräche oder Interaktionen in ihren Köpfen ab. Sie sind dabei auf kleinste Aspekte des Gesprächs fokussiert, die ihnen beweisen sollen, wie toll sie doch sind. Aber sie konzentrieren sich auch auf vermeintliche oder echte Kränkungen oder Kritik, die sie hinnehmen mussten. Und jetzt wird natürlich die Situation uminterpretiert, und zwar so, dass sie ihre Fehler oder Mängel minimieren und stattdessen natürlich die Schuld auf andere schieben oder die Kritik ganz ignorieren. Nummer 5 ist, dass sie den Topf am Brodeln halten. Frieden, Harmonie und Funkstille auf Social Media ist der Super-GAU schlechthin. Ein Narzisst braucht Reibung. Wenn er dich nicht hat, hat er keine Reibung. Wenn er dich nicht hat, hat er auch keinen, mit dem er Drama machen kann. Also wird mal eben in den Raum geworfen, dass es ja ein Ding der Unmöglichkeit war, was du eben gesagt oder gemacht hast. Eben noch die Harmonie pur und plötzlich sitzt du auf der Anklagebank. Ein Instrument, um das Drama am Laufen zu halten, ist Triangulation. Jetzt werden Dritte ins Boot geholt. Das kann zum Beispiel die Ex sein, die ja im Gegensatz zu dir so toll kochen konnte. Und so werden SMS oder WhatsApp-Nachrichten verschickt. Jetzt werden Sätze in den Raum geworfen, die eifersüchtig machen sollen. Nummer 6 ist impulsives Verhalten. Wenn Narzissten allein sind, fühlen sie ihre eigene Unzulänglichkeit. Es ist wie das Grauen, das langsam aus den Ecken auf sie zufließt. Um mit diesen Gefühlen umzugehen bzw. sie zu vermeiden, flüchten Narzissten aus dieser Situation. Jetzt kann es sein, dass Drogen und Alkohol ins Spiel kommen. Jetzt wird geshoppt, dass die Kreditkarte glüht. Ja, diese Dinge bieten sofortige Ablenkung und
sofortige, kurzweilige Befriedigung und erlauben dem Narzissten vorübergehend vor der eigenen Leere zu fliehen. Nummer 7 ist, dass sie alte Zufuhrquellen hufern. Wenn sie keine neue Versorgungsquelle finden können oder sie einfach nicht den Aufwand betreiben wollen, werden sie alte Versorgungsquellen kontaktieren. Die meisten Narzissten haben eine Liste ihrer Ex-Partner, die als Lieferanten für Zufuhr in Frage kommen. Naja, wenn der Ex nun seine Lektion noch nicht gelernt hat, nämlich einen Narzissten auf keinen Fall wieder in das eigene Leben zu lassen, nun, dann kann es sein, dass der Ex-Partner denkt, dass er etwas Besonderes ist, weil der Narzisst immer noch Kontakt zu ihm aufnimmt, nach all dieser Zeit. Leider, leider falsch, denn die Wahrheit ist, dass er natürlich nicht an dir als Individuum interessiert ist, sondern dass du seine Tankstelle bist, sein Backup. Es kann aber auch sein, dass er noch in einer Beziehung drin ist. Vielleicht läuft es da nicht so gut oder ihm ist schlichtweg langweilig. Dann nimmt er Kontakt zu dir auf und flirtet mit dir oder er ruft dich an, um sich über seine neue Beziehung zu beschweren. Oder vielleicht sagt er dir auch, dass er nicht über dich hinwegkommt. Was auch immer es ist, es zielt darauf ab, schnell Zufuhr von dir zu bekommen. Okay, das waren jetzt einige Dinge, die ein Narzisst tut, wenn er alleine ist. Aber hier kommt jetzt noch eine Sache, die er definitiv nicht tut. Und das ist, sich der Realität zu stellen. Die meiste Zeit verbringen sie damit, sich von ihrer traurigen, einsamen, leeren, beschämenden inneren Realität abzulenken, indem sie andere benutzen, um ihre illusionsreichen Fantasien aufrechtzuerhalten. Leider sind Narzissten in der Regel die Letzten, die jemals ihre Fehler oder Mängel zugeben werden. Wenn sie mit Kritik oder Beweisen für ihr mieses Verhalten konfrontiert werden, fahren sie ihren Schutzwall nur noch weiter hoch. Sie lenken ab, sie geben anderen die Schuld, sie verdrehen die Realität, um ihr Ego, um ihr falsches Ego zu schützen. Sie suchen sich Menschen, die ihr falsches Selbstbild und ihre verdrehten Erzählungen unterstützen und sie in ihrem Tun bestätigen. Sie sind Experten darin, Menschen zu finden, die ihnen Leben einhauchen. Sie sind Meister darin, andere Menschen zu täuschen. Sie machen uns ein X für ein U vor und schaffen es, ihre schlechten Verhaltensweisen im denkbar guten Licht dastehen zu lassen. Sie sind unfähig, sich jemals wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.